Hallo liebe Leute, willkommen zu den Tool News. Und Tool News meine ich ernst. Sie ist da. Und zwar die Bosch GTS 635 216. Und gesponsert hat mir die GoTools. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich damit vorhabe, aber ich habe was damit vor. Was cool ist und auch geil. Ich werde nämlich einen Tisch bauen, der unter meinen Schreibtisch passt, wo dann die Tischkreissäge unterm Schreibtisch steht. Mit rein kommt dann noch der Frästisch. Ein Frästisch mit dieser Fräse, dass ich, wenn ich daheim Dinge baue oder so, oder mehrfach Dinge, oder sei es ein Sandkasten oder so, kann ich das mal auch ohne YouTube gemütlich zu Hause machen. Und ja, weil ich habe jedes zweite Wochenende meinen Sohn komplett. Der kriegt dann Mickey Maus auf und ich baue dann was mit meinem Sohn. Das findet immer außerhalb von YouTube statt. Ich hoffe, ihr versteht das. Und was ich gleich sagen muss, die sieht aus wie neu. War jetzt ein Scherz, wa? Also da kommt auf jeden Fall noch was auf euch zu. Jetzt haben wir die Säge hier und das wird interessant. Holz habe ich schon da für den Tisch, den ich baue, und die Fräse ist da. Also seid da mal gespannt. Was ich gleich vorab sagen muss, da gab es den einen oder anderen Kommentar wegen dem Auszug und der Fräse hier unten drin, den muss man ja dann ganz rausziehen. Dann kommt aber der Parallelanschlag nicht mehr ganz an das Sägeblatt. Ihr habt hier auch, jetzt muss ich gucken, das ist ja drin. Ihr kommt zwar nicht ganz dran mit diesem Zusatzanschlag, der da dran ist, aber ich brauche das nicht, weil ich nehme dieses Ding, löse es, schiebe es hierher und gehe mit dem Anschlag wieder rein. Und zwar so weit, dass es passt, habe dieses Blech hier dran geschraubt. Hier wird dann festgemacht, da wird dann nichts mehr bewegt oder so. Und hier baue ich nochmal ein Brett rein, auf der rechten Seite. Heißt, ich habe den Frästisch außen, nicht innen. Und jetzt die wahrscheinlich wichtigste, ich muss hier noch was wegmachen, ein Kabelbinder. Was wir jetzt aber vor Inbetriebnahme machen müssen natürlich, ist einmal den Kabelbinder weg, der hier drin war, dass die Säge nicht kippen kann, habe ich schon. Und wir müssen hier unten aufmachen, geht bei der hier mega fix, einmal, zweimal, dann habt ihr offen. Ihr fragt euch jetzt, warum macht er jetzt auf? Naja, losmachen, überdrehen. Wenn ihr das nicht rausmacht, könnt ihr eure GTS nicht hochdrehen. Das ist eine Transportsicherung, dass die sich durch Vibration nicht rausdrehen kann. Und ja, das ist schon mal Punkt 1. Und was ich gleich bemerkt habe, ist, also im Normalfall ist es ja eine Baustellensäge. Die ist nicht fest auf dem Tisch verschraubt. Nummer 1, merkt euch das, Baustellensäge. Und deswegen ist hier unten, das solltet ihr wahrscheinlich bei eurem Tisch noch mit beachten. Also ich werde rausnehmbare Schubladen unten drunter haben. Denn hier könnt ihr aufmachen, falls mal verstopft ist. Müsst ihr nicht oben die Abdeckung weg oder sonst was. Also wenn wirklich massiv verstopft ist, dann könnt ihr hier leer räumen. Ne? Weil von oben hier ist nicht mehr so viel Platz wie früher. Man hat Luftleitbleche eingebaut, die dadurch ja, die Verwirbelung wahrscheinlich unterbinden und der Staub besser nach unten geführt werden kann. So, jo, das hätten wir dann mal. Dann können wir sie wieder zumachen. Und was ich noch gut finde, ist der neue hier, weil den machst du einfach so rein und kannst ihn auch so rausholen und drehst einmal hier das Ding zu und dann ist der zu, dann kommt der nicht mehr raus. Das finde ich jetzt gut, einen Schraubenzieher brauchst du trotzdem, fällt mir jetzt gerade auf. Aber egal. Und dann gibt es hier ein Sägeblatt von Bosch. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile mehrere haben. Das ist, nennen wir es mal Multiblatt. Und jeder, der jetzt diese Tischkreissäge hat, sollte jetzt aufpassen, denn es gibt da nämlich noch was. Das Holz Allround Set 216 von Bayerwald. Das ist mein Sägeblattpartner. Zu denen fahre ich jetzt am 3. und 4. Januar nach Trier. Ist passend für die GTS 635 216 und die Metabo TS 216. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung, die Säge auch. Und ja,
Kleiner Tipp, da habt ihr alles drin. Einmal längs, einmal quer und einmal Multiblatt. Ne? Alles dabei. Und dann zeige ich euch jetzt mal noch ein paar Bilder von dem Küchenaus- und Einbau. Da gibt es auch ein Video, das ist hier oben, wo ich den Ausschnitt von der Küchenplatte mache mit meiner neuen Tauchsäge, die voll geil ist. Und ja, schaut selber mal rein. Das war wirklich ein mega fetter Albtraum. Auch über die Elektrik rede ich nicht, aber die war das Schlimmste, weil das war irgendwie kreuz und quer angeschlossen. Und ja, jetzt schaut sie so aus. Und ich habe schon ein paar Küchen aufgebaut. Da war die Wand fertig, ne? Da war der Boden fertig. Und du hast die Küche dahingestellt, hast einen Ausschnitt gemacht, alles angeschlossen und Hängeschränke dran an eine saubere Wand. Ich hingegen habe eine Küche von 1970, 77 rausgerissen. Und dahinter sah es halt nicht gut aus, ne? Habt ihr ja gesehen. Also, ich hatte echt Angst und Bammel, dass die Küche so aussieht oder dann so aussieht, wie sie aussehen soll, wenn sie fertig ist. Mein Schreibtischprojekt, da hinten ist noch Arbeitsplatte übrig, da habe ich verkackt. Habe die Säge nicht kontrolliert, ob die 45 Grad Gärung auch eingestellt sind, wenn ich es eingestellt habe. War nicht so. Heißt, die Elemente, die seitlich runtergehen, reiße ich weg. Da kommt auf der einen Seite eh noch ein Schrank hin, also war es überflüssig. Und auf der anderen Seite mache ich auch noch eine weiße Platte hoch, dass da eine Abgrenzung ist zur Tür. Und ja, da muss ich nochmal rausreißen und das wird ein Komplettprojekt. Eigentlich wollte ich euch den einen Teil schon zeigen, aber am Ende wäre es nur ein Fail. Ja, ich mache das dann komplett mit der kompletten Lösung. Und ja, schauen wir mal, wo das endet. Das, ja, die Platten gehen auf 45 Grad aufeinander. Da ist auch der Schnitt schräg. Weil ja, wenn die 45 Grad nicht stimmen, wenn sie eingestellt sind, stimmen die 90 Grad auch nicht. Da muss ich nochmal nachjustieren. Leider. Und deswegen ist da ein bisschen Fuge, da mache ich aber weißes Silikon rein und fertig. Das juckt mich nicht mehr. Ich schneide den, obwohl ich könnte ja nochmal mit der Tauchsäge einmal durch und dann ist der Schnitt parallel zueinander. Genau, das mache ich. Das kann ich noch machen, stimmt. Hey, ich bin ja gar nicht so dumm manchmal. Also, seid gespannt, es kommen coole Videos. Und jetzt noch ganz wichtig, haut mal unten in die Videobeschreibung rein, was ihr denn von G-Max, also ich verlinke euch noch den Shop unten, könnt ihr mal durchgucken, was die da so alles haben. Also wir haben Bandsäge, Bänder, wir haben Woodcarving, wir haben Kreissägeblätter natürlich und Kreisschneider mit oder ohne Glocke und so. Schreibt mal rein, was euch interessiert, in die Kommentare. Und zwar zügig, denn ich bin am Mittwoch? Nee, am Dienstag bin ich oben und Mittwoch. Genau, also fleißig kommentieren, einen Daumen nach oben da lassen, Glocke anmachen, wenn du abonniert hast, denn dann bekommst du auch die Benachrichtigung, wenn das nächste Video rauskommt. Also, dranbleiben und wir sehen uns im nächsten Video. Und einen guten Rutsch euch noch. Ciao.